nicht schlagen. Ja, da sind auch noch ein paar. Aber hey, wie soll ich denn das bitte machen? So, da habe ich noch ein paar Schergen, aber das ist wirklich... Also ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Der kloppt sich da immer noch. Okay, wir weichen mal aus. Hey, da ist ja schon wieder jemand. Nein, es ist verschwunden. So, aber es ist nur noch der Fettsack hier übrig. Und da müssen wir einfach nur ausweichen. Okay, das war vielleicht nicht so intelligent. Los, meine getreuen Sklaven. Ja, aber es sind doch einige, also. Ja gut, also wenn die ganzen Sklaven da auch noch mithelfen, dann ist das durchaus machbar. Es dauert halt nur eine Weile. Ja gut, aber So, meine Sklaven, kommt mal hierher. Oh, die Chance darf ich doch nicht verpassen. Was mache ich denn dann aber, wenn ich gar keine mehr habe? Okay, irgendwie füllt sich mein Mana als auf. Okay, warum kann ich mich nicht bewegen? Ah, wegen dem Typ wahrscheinlich. Jo, warum rennst du nicht gegen die Wand, ne? Gut, also ich lasse die mal kämpfen und sammle einfach weitere Sklaven ein. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, immer wenn ich Sklaven bekomme, kriege ich Mana wieder. Gut, dann habe ich unendlich Mana in diesem Kampf hier. Anders ist es, glaube ich, auch unmöglich. Ah, also ich habe keine Schergen mehr. Ey, rennt der mich wieder um hier? Ah ja, das wird sich so lange ziehen wie dieser Spinnenkampf. Meine Fresse. Ja, komm, komm, komm. Halten die überhaupt was aus, die... Nee, eben nicht, ne? Das wird ein Akt. Also Leute. Ich brauche mehr. Ah, ein paar Schergen habe ich hier ja noch. Stimmt. Muss doch irgendwie zu schaffen sein. Nein, 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 nein. Und da ist der Grüne tot. Boah, er haut auch einen Schaden. Das ist so krass. Ja, also ich brauche auf jeden Fall immer Sklaven. Aber sonst schafft man das gar nicht. Ich brauche Ablenkung. Ich kämpfe mit euch. Na, kämpfen wir mit, Moja. Aber es ist so krass. Es ist so krass, wie lange sich das zieht, wenn man keinen... Vielleicht kann ich ihn ja noch zurückrufen. Komm mal zurück. Ja, sehr schön.
Aber er rennt ihm immer noch hinterher, so, und jetzt nicht mehr. Jetzt soll er angreifen. Ja, klar, hol mir mal... Alter, Scheißendreck. Oh, den töten wir mal. Ja. Es ist aber echt so, dass ich ohne Sklaven aufgeschmissen bin. So, jetzt können wir hier wieder angreifen. Wir haben ihn ja fast. Also, so ist es ja nicht. Oh, und er überrennt mich einfach. Ist kalt wieder. So, aber der... Oh, der eine Scherge, der macht gut Damage. Also, na gut, wir kloppen da jetzt einfach mal ein bisschen mit drauf. So, jetzt ist er gestunt hier. Das ist meine Chance. Na komm, wir kloppen da jetzt einfach so lange drauf, bis er tot umfällt. So. So geht das. So, also keine Schergen mehr. Riese ist tot, aber es hat ewig gedauert. Was zum? Wollt ihr mich verarschen? Ey, das gibt's doch nicht. Och Mann. Da ist... Stimmt nicht. Du hast dir die Nägel lackiert. Jo, also wir haben ein... Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Aber jetzt haben wir euch ja wieder. Ihr habt also euren alten Freund getroffen. Ja, meinen alten Freund. Alter! Ja, klar, übertreibt's doch. Hey, Moment mal, Kammer. Wirft er die auf mich? Damit kann man doch irgendwas bestimmt aufbrechen, oder? Wenn er mich beachten würde. Oh mein Gott. Ja, fast. Komm her. Bin hier. Ich bin immer noch hier. Boah, war doch nicht schlecht, der Wurf. Na komm, jetzt mach aber mal hier. Kaboom! Oh, da sind Tränke. Da sind Tränke. Oh, übertreib's doch. Ja, der erste ist tot umgefallen. Jetzt endlich. Da oben sind Dingens. Vielleicht kann der ja hier das Dingens aufsprengen. Naja. Ich hab mir mehr erhofft. Irgendwie muss man doch auf die Tribüne können. Ja, ganz sicher. Spreng mal das Tor auf hier, bitte. Hier bin ich. Dieses Tor bitte hier aufsprengen. Na komm, jetzt brüll mal nicht so rum. Und spreng einfach dieses verdammte Tor hier auf. Falls das geht. Ja, es funktioniert. Habe ich mir doch gedacht. Dann kann ich nämlich nach oben. Glaube ich zumindest. Und... Ja. Wir sind auf der Tribüne. So, wenn der jetzt gescheite Arbeit macht, dann wirft er das dagegen. Wachen! Hilfe! Er ist außer Kontrolle! So, komm mal her. Hier. What the fuck? Du sollst es hier hinwerfen.
macht er aber nicht, ne? Wollt ihr mich verarschen? Ja, töte sie! Töte sie! Ja, ich töte sie ja schon. Wachen! Hilfe! Er ist außer Kontrolle! Ich bin nicht außer Kontrolle, ich bin unter Kontrolle. Du sollst nicht das Publikum töten, du Idiot! Warum soll ich das Publikum nicht töten? Hm? Nennt mir einen Grund! Ah, ein Scherge ist wieder gestorben. So. Gold und ganz viel Gold. Gut, was können wir hier machen? Können wir hier was aufspringen? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Schade, aber gut. Können wir da vorne was aufspringen? Nee. Doch gar keinen Sinn, wenn ich das machen könnte. Irgendwas muss doch aufzuspringen sein. Oh, das Tor da vorne ist schon offen. Da müssen wir dann auch nochmal hoch die Schergen holen. Kann man das vielleicht irgendwie zerstören? Klar, mit den Schergen! Ich bin ein Idiot! Jetzt habe ich aber nur noch zwei. Naja, immerhin etwas. Hallo. Jetzt geht doch mal aus dem Weg, bitte. Publikumsbeteiligung. Publikumsbeteiligung. Auch nicht schlecht. Ja, war der Platz teuer? Freu dich doch. So, ja, jetzt funktioniert das auch. Jetzt müssen wir nur die Schergen... Na gut. So, jetzt fehlt nur noch die andere Seite. Und jetzt kommt es schwieriger, weil wir müssen ja irgendwie heile rüberkommen. Mit unseren Schergen natürlich. Und eben sind sie auch alle gestorben. Also, ich weiß nicht, ob die so lang aushalten werden. So. Ja, schmeiß mal dahin. Wir laufen währenddessen mal rüber. Wieder in die, auf die andere Seite und zerstören da das Ding. Und ja, ich drehe schon wieder viel zu lange. Eigentlich hatte ich 20 Minuten geplant oder sonst was. Aber gut, drehen wir es an einem Stück. Was soll's. So, jetzt nur noch hier die Seite. Die Säulen zerstören. So. Upp. Die Säule auch. Kaiser Solarius, in den Palast. Wachen, Schild aktivieren. Schild aktivieren, WTF? Eine Robbe. Was macht da eine Robbe? Tötet unter oder unterwerft den Yeti. Nein! Wie geil! Wie geil! Oh. Das Vieh versperrt den Weg zum Nest. Wie viel Gold? Nein, ich will den Jedi unterwerfen. Was für eine unglaubliche Show! Unglaubliche Show? WTF, was habt ihr genommen? So, wir spielen dann auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Oh, und da vorne ist das blaue Nest. Ja, jetzt kommen die natürlich wieder. Spaßbremsen her. So. Der ist tot und wir... Entkommt! Entkommt! Ich hab den Yeti unterworfen! Lauft! 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 Okay, mein Freund Yeti. Oh Gott, es verschwindet. Das Gold verschwindet. Das Gold verschwindet. Schnell aufheben. Oh, verdammt. Wir haben nur 9000. Oh. Gut, ich habe schon auf der Karte gesehen, da ist wieder ein Portal. Da bringen wir es mal schnell hin. Der Yeti, keine Ahnung, was der so will. Das war fantastisch. Er läuft mir hinterher. Gut, was willst du denn?
Würdest du mal meine Freunde hier in Ruhe lassen? Er will uns alle holen. Nein, ich will euch eben nicht alle holen. Ich will einfach nur in Ruhe mein Nest holen. Euren Anführer töten. Die Arena bricht zusammen. Alter, übertreib's doch. Die Arena bricht einen Scheiß zusammen. So, wir haben das blaue Schergennest gefunden. Okay, jetzt müssen wir halt gucken, wo es weitergeht. Wahrscheinlich da oben, weil er hat ja gesagt, der Yeti versperrt den Weg. Autsch, was war das denn? Die Karte war ihren Preis. Warum stehen da... Oh Gott. So, egal. Wir gehen jetzt hier durch. Okay, hier geht's doch nicht durch. Und ich merke gerade schon, mein Headset streikt wieder rum, weil die Batterie leer ist. Und uno momento. So, da ist es doch gleich an das Ladekabel angeschlossen. Wir müssen jetzt nur mal schauen, wo es hier rausgeht. Warum ist der Yeti hier eigentlich wieder so klein? Ich wollte ihn größer haben. Fand ich viel cooler. Gut, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, benutze ich halt das Portal. Auch okay. Auf zum Turm. Ihr seid aus der Arena entkommen. Ich wusste doch, wir müssen einfach nur das Portal benutzen. Ja, war ja eigentlich klar. So, automatisch speichern. So. Wo ist denn der Yeti? Haben wir den gar nicht dabei? Hm, schade eigentlich. Gut, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich meine, Speicherpunkt ist direkt hier. War ein langer, langer Kampf. Und wir haben einen guten alten Freund getroffen. Aber was soll's, wir reden hier nicht mehr um den heißen Brei rum. Wir machen hier jetzt einen Schlussstrich und mal schauen, wie lange das Let's Play noch geht. Diesem Kaiser würde ich am liebsten sofort in den Arsch treten, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Und ja, wir sehen uns bei den nächsten Parts wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Overlord 2.